Lasst mich in Ruhe, ich will nicht wieder abkacken. Ich glaube, ich sammle erstmal die Dinger. Die ganzen Sterne. Vielleicht brauche ich die ja für irgendetwas. Ich meine, ich habe rechts einen Timer. Ne, Quatsch. Einen Counter, keinen Timer. Ein Timer zählt die Zeit. Was ist das? Da ist irgendwas. Ich will wissen, was es ist. Hätten wir wieder das geheimes Geschenk. Sehr geheim. Was bin ich denn jetzt? Ich bin irgendein fröhliches Gesicht. Und die Wolke versperrt ganz gut, dass da irgendetwas sein könnte. Yeah. So, danke. Oh, nein, 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 das tut weh. Gut. So, ist hier oben irgendwas? Nein, ist nicht. Nein. Dann geht's hier weiter. Ich grab mich jetzt einfach mal hier überall durch. Ich weiß. Warum soll ich mich hier durchgraben, wenn es hier unten nichts gibt? Ach, Esch ist schon toll. Was soll ich mit der Sonne machen? Ich soll mein Radar benutzen. Ja, toll, ich sehe es. Moment. Ah, hier kam ich doch auch runter, ne? Irgendwie zumindest. Hier kann ich das benutzen und dann diesmal aufpassen, dass ich nicht wieder in den Tod reinrutsche. Dieses Lied. Ach, darum bin ich gestorben. Da waren Stacheln. Nein, ich bin nicht ready. Lass meinen Kopf in Ruhe. Nein, 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 nein. Oh, ich kann das Ding nur mit dem niedlichen Wasserzeug zerstören. Ah, dieses Lied. Dieses Lied. Es will Liebe verteilen. Hey. Wow. Unglaublich. Ja, dann gehe ich hier nochmal durch. Dieses... Warum seid ihr schon wieder da? Ihr wollt mich doch verarschen. Ah! Entschuldigung. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Kein Kommentar. So. Hier hoch. Ich erhebe mich über allem. Okay, das wird etwas schwer, sich darüber zusätzlich zu erheben. Aber wie komme ich an denen da vorbei? Dammit. Ich kassiere viel zu viel unnötigen Schaden. So. Zack, 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 zack. Hier geht's runter, da sind Stacheln. So, da unten sind nochmal Stacheln. Oh Gott. Was singt die da eigentlich? You are our fancy bunny? You will be my honey, ja, das ist klar. Oh Mann. Das Ding geht mir auf den Sack. Eieiei. Selbst der heilige Flammenwerfer, der heilige Wasserwerfer wird da nichts bringen. Keine Erlösung für mich. Wow.
Geht doch. Was? Der ist nur klein geworden? Okay, Panzerpopcorn? Warum Panzer? Verstehe. Was? Wieso eine riesige Mikrowelle? 1000 Watt! 1000 Watt ist für Popcorn etwas zu viel, möchte ich meinen. Zing. So, okay. Oh, wir haben wieder ein paar übersprungen. Ja, wieder ein paar. So. Koi Koi. Lavinia Purdue. Sehr sonderbare Bewegung. Diese exotisch gefiederte Kreatur ist eigentlich ein ruhiger Typ und greift nur Dinge an, die nicht zu ihrem Outfit passen. Okay. Wie du und deine blöden Hüte. La 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 la. So. Fishbones. Der macht genauso komische Bewegungen. Was man bei diesem Monsterfisch mit Waffen anrichten will, ist echt ein Rätsel. Klau ihm einfach jedes Mal, wenn du ihn siehst, eine seiner Gräten und versteck sie. Am Ende bleiben nur ein paar Flossen. Fertig. Fishbones aka Barton Socks. Daisy Bow. Lavender Turtle. Das Ding ist niedlich. Auch wenn ich mich frage, warum es einen Blutklecks auf dem Kopf hat. Daher wahrscheinlich auch diese weit aufgerissenen Augen. Lavanda war ein fröhliches kleines Blümchen, das offensichtlich nicht in die Hölle gehört. Sie ist nur dorthin gekommen, weil sie so fröhlich und nervig war, dass niemand anders sie in seiner Nähe haben wollte. Oh. Arme kleine Daisy Bow. Mirabilis. Das war ein lateinisches Wort, nur ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was das heißt. Octavio, was? Quinones? Quinones? Wieder so ein komischer Name. Horribilis und Mirabilis gehören beide zur Janus-Spezies und unterscheiden sich nur durch 0,005% DNS. Auch Mirabilis reißt dir die Arme aus, aber mit sonnigem Gemüt und einem Lächeln auf den Lippen. Okay, haben wir Horribilis eigentlich schon mal irgendwo gefunden? Das interessiert mich jetzt gerade. Dieses Lied, es läuft auch im Hintergrund. Ich glaube, wir werden Horribilis hier gleich noch finden. Oh Gott, dieses Lied. Ach nein, weil ich gestorben bin, muss ich jetzt hier wieder alles einsammeln. Das ist doch Wucher. Das Lied. Ich weiß nicht, was ich dem Lied entgegenzusetzen habe. Meine Güte, komm. Mach da weiter. Ja, toller Hut. Finally a level with a piece of cute? Das tut weh. Lass mich. Aua. Sterbt, bitte. Danke. So, ich will nur die Sternchen einsammeln. Hier gibt's sonst keine Sternchen mehr. Was soll ich mit der Sonne machen? Ich wusste, ihr würdet Hilfe brauchen. Ihr habt wohl euren Radar vergessen? Nein, habe ich nicht. Keine Dinge aufspüren. Ich habe keine Ahnung, was ich der Sonne entgegenzusetzen habe. Erstmal gehe ich mich jetzt, glaube ich, nochmal heilen. Dieses Geräusch, wenn die Dinger weggehen. Das ist zum Glück in keinster Weise nervig oder so. So, hier hoch. Nein. Das soll mir nicht wehtun. So. Jetzt kann ich mich hier nochmal heilen. Ach Gott, ey. Und da fliegen wieder diese
vollbüsigen kleinen Engelchen mit komischen Augen rum, wenn ich geheilt werde. Ich soll nach dort unten, aber... Wow, ich weiß es nicht. Ach, Moment mal. Ich hab doch auch Waffen. Nur jetzt muss ich erstmal das Zeug hier weghaben. Ich glaube, ich muss den Panzer hier nach links durchfahren lassen. Aber mit der Waffe geht das nicht. Ja, so geht das. Ist nicht wahr. Nein, das sollte kein Tarzan-Schrei sein, aber ihr könnt natürlich gerne so interpretieren. Oh, immerhin hat der rechts jetzt die Sachen dagelassen. Ich muss hier weiter nach rechts. So. Ich habe immer noch nichts anderes hierfür. Sehr schön. Weg damit. Die Gatling ist immer noch echt zuverlässig. Ah, im Gegensatz zu diesem Regenbogen-Mist. Das ist so schlecht, dieses Regenbogending. So, fahr durch. Lass mich in Ruhe mit deiner Existenz. Okay. Mich würde nur mal interessieren, wann das Ding dann... Okay. Was? Okay. Oh Gott. Warum? Warum fühlt sich das gerade so schwer an? Gut, wir haben eine riesige Keule. Pang! Und ich bin, glaube ich, anschließend auch tot. Nein, ich bin... Nein, Hilfe! Ich bin nicht tot. Das war nur meine Sorge gewesen. Monster. Pluckster. Sylvia Winkle. Ein sehr komisches Outfit. Ein Keks, eine Brille, Hasenzähne, ein großes Herz, ein Pogo-Stick und darauf ein Fisch? Fragezeichen? Oder was soll das sein? Mit Beinen und Armen. Diese coole alte Dame hat den Untergang der Titanic, die Hindenburg-Katastrophe und zwei Weltkriege überlebt und wurde 27 Mal von Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen überfahren. Aber du hast sie klein gekriegt. Achievement meines Lebens. Ach, jetzt geht es auf einmal, ne? Am Arsch! Frisst das... Mit dem freudigen Gesicht des Todes, das ich auf meinen... Au! Komm schon! Yes! Wunderbar! Wunderbar! Schön. Und Tor? 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 Natürlich ist es ein Tor. Yay! In ganz viele kleine Stücke. Wer etwas von der Sonne haben will, kann sich melden und etwas abholen. Ich komme weiter! Yay! Dieses Gesicht. Wozu gehört das Gesicht eigentlich? Swap? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Anderes Gesicht? Super süß. Ne, bleiben wir mal bei Swap. Sterne. Mir fehlen noch drei Sterne. Diese Tür hat eine Mission. Sie öffnet sich, wenn ich all diese süßen Sachen gesammelt habe. Und ich habe schon gedacht, ich könnte von ihr weg, ohne was anfassen zu müssen. Ja. Okay.
Hier sind aber noch genügend Sternchen. Einfach mitnehmen. Die Wolken nerven ein bisschen, weil sie echt einiges von der Sicht wegnehmen. So. Bringt es mir irgendetwas, wenn ich alle Sterne sammle? Kriege ich dann zum Beispiel ein Steam Achievement? Ich bin eigentlich kein Achievement Hunter, aber mein Gott. Vielleicht kriegen wir ja auch einen weiteren Hut oder so. Einen weiteren Hut. Wer weiß. Einfach jetzt unter der Prämisse, ich kriege einen neuen Hut. Vielleicht kriege ich ja auch eine Sternensäge. Oh, das wäre gar nicht mal so schlecht. So, dort unten sind noch 5. Okay. Anscheinend noch nicht. 64. In die Mission komme ich noch nicht rein. Und weiter runter komme ich nicht, aber... Ach so, hier komme ich wahrscheinlich nach unten. Ja,